So, jetzt sind wir fürs Erste fertig in diesem Außenbereich Hogwarts Gelände. Gelände in Klammern. Ist es das Gelände oder ist es einfach draußen? Den Turmdingern da draußen, was ich echt ein bisschen dumm finde. Egal. Ach, wir können schon in... Nee, wir können auch nicht. Wir müssen erst storymäßig, weil noch weiter kommen wir so nicht, scheinbar. Müssen wir erstmal in den Wald gehen. Um da Dinge zu entdecken. Und zwar bin ich heute der Scheißer, der Schisser, der am zweiten Tag noch so krass Angst hatte, im Wald rumzurennen. Darum spielen wir jetzt hier. Hagrid führte Harry, Ron und Hermine in den verbotenen Wald. Er wollte ihnen etwas Wichtiges zeigen. Einen ungarischen Hornschwanz. Ein ungarischer Hornschwanz. Es klingt wie der Drache. Er flieht hinterher! Vielleicht ist es ja ein Drache. Und in jedem Level, wie gehabt, Schilde und andere Sammelobjekte finden, die mir nichts bringen. Zumindest habe ich den Sinn davon noch nicht rausgefunden. Ach, die Viecher, die habe ich jetzt nicht als Gegner bezeichnet. Sollen wir versuchen, sie aufzureißen? Nein, hört auf mit den Flüchen, sonst kriegen wir den Eiter ab. Die Dinger kann ich irgendwie schießen. So semi-geil. Guck, das sind hier, Bohnenbienen. Bienebones. Ja, jetzt kann ich hier diese Scheiße hier natürlich nicht... Ja, schieße das Ding jetzt weg oder was machst du damit? Spielst du damit? Hallo, jetzt hör doch mal auf, damit rumzudämmern. Mach's weg oder lass es. Da wieder diese Statuen. Diese Dinger sind echt grausam. Funktionieren nicht so gut. Stupor! Stupid! Theoretisch kann ich mit den Pflanzenviechern hier, ja. Kann ich hier nicht sehen würde. Wenn ich richtig zielen könnte, diese Pilze da wegmachen. Oder sowas. Ja. Nee, Moment. Also zum Angriff lohnen diese Dinger hier eigentlich nicht. Zum Wegschleudern. Ja, alles klar. Ja, so zum Wegschleudern geht's, aber das war's auch. Wenn man mal trifft. Oh, cool. Jetzt hier noch irgendwo lang. Scheinbar nicht. Die sehen aus wie dusselige Pokémon. Nur, dass die nicht so bunt sind. Hallo? Oh ja. Ach, es ist immer schwierig. Man kann halt auch nicht ausweichen. Wenn er in seinem Zauber ist, dann kann er sich auch nicht wirklich bewegen. Und dann kommt der Gegner an und frisst einen schon. Geil. Also ich finde, es ist halt träge.
wie wenn ich morgens aufstehe. 6 Uhr klingelt der Wecker, 9 Uhr kann ich aufstehen. Wie lange braucht's zum Aufstehen? Ich glaube, wir können da hochkommen. Nee, wo kann ich hin? Hat er euch erwischt? Nein, aber das war knapp. Jetzt können wir wissen, wer da rumbürgt. Keine Ahnung, was damit soll. Bubu-Tubler. Explodieren die hier die ganze Zeit oder was? Schön, dass die Kamera so geil ist und mich einfach aussperrt sozusagen. Also mir hier Dinge vors Gesicht wirft und mir nicht sagt, hey, da ist was. Gib ihm's die Kamera. Muss ich diese drei Scheiße hier schalten. Hallo. Au, ja, Ron, warum? Wieso kann ich da nicht ran? Ach so, ich weiß warum. Es gibt zwei verschiedene Farben. Es gibt orangene und es gibt grüne. Die orangenen. Hä, wie soll ich noch rankommen? In dieser Scheißtopf. Ich hab noch gesehen. Komm ich da jetzt gar nicht mehr ran, oder was ist das? Hier ist irgendwo dieser Topf. Ich hab ihn doch gerade noch gehört. Da oben. Ja, da komme ich jetzt scheinbar nicht mehr ran. Hm. Das ist schon kacke. So, okay. Komm ich natürlich nicht durch, oder? Oh mein Gott, was ist denn das für eine Rotze? Eine Rotze ist das hier. Oh, ich bin gestorben. Warum? Weil ich da so ein Feuer habe, was ich ausmachen kann, aber nicht ausmachen kann. Geil. Das nenne ich verarsche vom Feinsten. Genauso wie die Kacke hier. Nein, ihr müsst da rumgehen, aber das sagt euch keiner. Nein, man lässt euch lieber hier planlos dumm rumlaufen. Anstatt von vornherein zu sagen, nee, Jungs, ihr kommt hier nicht vorbei. Nee. Wir sind EA. Wir machen so einen komischen Bullshit. Und find's auch noch geil. Ehrlich, ey, das ist das Dümmste, was ich hier, was hier jetzt passiert ist, ey. Ist ihr das die Möglichkeit geben, das zu tun, aber dann doch nicht. So ein, so vorzuspielen von wegen, oh, du kannst das Feuer ausschalten, ja, das geht, ja. Hm. Und dann im Endeffekt, nö. Wir haben dich nur getrickst, verarscht und keine Ahnung was. Mein Gott, nervt mich mal nicht, geht mir mal nicht. Gut, das meine ich. Die können einfach meine Angriffe einfach abbrechen und alles und... Was mache ich? Gar nichts. Ich gehe kaputt. Ah, wir sind Mongo. Das Wasser. Oh mein Gott, was hat er denn jetzt kaputt gemacht? Hm? Ein Scheiß. Guck mal, wie lange das dauert mit dem Scheißdrecksfeuer. Und immer noch nicht. Spielspaß! Habe ich vorhin die ganze Zeit schon rumgeraged von wegen Spielspaß. Immer wieder Spielspaß, wenn da irgendwer Scheiß passiert ist.
ist halt auch irgendwie kein richtiges Erfolgserlebnis. Es ist einfach nur Bullshit. Besonders Spielspaß kommt, glaube ich, noch auf uns zu. Spätestens im Gewächshaus. Hallo, Kinders. Würdet ihr mir bitte helfen irgendwie? Nein? Oh. Ich bin Feuerwehrmann Ron. Ich habe genug zu tun. Scheiße. So. Nee. Das sind noch mehr Sammelobjekte. Das sind diese dicken Pilze, die ich hier sammeln muss. Wow. Teilweise macht mich das Spiel echt fertig. Ja, moin, hier sind wir wieder. Nee. Ich verstehe auch manchmal nicht, dass er einfach nur in der Gegend rumsteht. Einfach mal gar nichts angreift. Ich krieg zwar den Befehl, was anzugreifen, aber ich tue es nicht. Ich mache einfach nur den Kack und sonst nichts. Gott, ihr wisst es, mich fuckt das Spiel so sehr ab. Trotzdem spiele ich es, weil ich es brauche. Dass sich gut anfühlt, was zu beenden. Das ist für mich ein Erfolgserlebnis, was fertig zu machen. Am Ende ein gutes Gefühl zu haben. Ist echt krass, dass mir die Bohnen teilweise einfach so vor der Nase weglaufen. Das finde ich irgendwie dumm. Los. C? Ja, ich drücke doch. Ich drücke den Knopf. Ich stehe vor dem Tor. Was wollt ihr mehr? So, ihr wollt, dass ich das Ding richtig ansehe. Nein, wo ich hinziehen muss? Ach so. So Müh nach links und Müh nach rechts. Au, ja, au. O, A, I, O, Ö. A-E-I-O-U. Oh nein, ah, Ron, ah, au, oh. Beeilt euch! Shit, was ist denn das für eine Kacksteuerung auf einmal? Der Baum brennt, oh. Hallo, laufen!
Du musst erstmal fünfmal auf die Taste drücken, bevor der checkt, dass er laufen soll. Wow. Komm, es reicht mir jetzt hier langsam. Ist mir zu doof hier mit euch. Geht weg. Lasst mich mal in Frieden hier. Ich will euch nicht mehr haben hier. Scheiß Drecksviecher. Hier war irgendwo noch ein Pilz sogar. Oh, es ist schön. Es gibt jetzt einen kleinen Endboss. Yay. Es ist so ein Krabbelding. Kröter heißen die, glaube ich, oder? Halb. Genau. Halb Kröte, halb Köter. Genau, Kröter. The fuck? Beim letzten Mal war der echt heftig. Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Dass der so einfach kaputt ging. War ich lächerlich. Uff. Gut, das ist easy. Harry entschied, Cedric vor der ersten trimagischen Aufgabe zu warnen. Drachen, das ist die erste Aufgabe. Sie haben einen für jeden von uns. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ob es jetzt noch... Oh, ein Schild brauchen wir. Das ist auch das Maximalste, was ich zurzeit finden kann, meine ich. Weil im verbotenen Wald komme ich so nicht weiter, meine ich. Beziehungsweise nicht wirklich viel weiter. Also, ja, bleibt uns das hier nicht nichts anderes übrig, als das erste trimagische... die erste trimagische Aufgabe. Der Drache. Ja, moin. Das bringt mir mal ein bisschen Abwechslung hier ins Spiel. Nur ein bisschen. Aktion Feuerblitz! Und mit meinem Feuerblitz schrei ich die ganze Zeit herum und der Drache fliegt mir hinterher und ich kann hier einen Besen fliegen. Wow. Aber das kann Geralt nicht. Besen fliegen. Zumindest habe ich Witcher nicht so weit gespielt, als ob ich Besen fliegen könnte. Das ist irgendwie beknackt, wenn Geralt auf einem Besen fliegt. Was ich in diesem Spiel beknackt finde, sind die Runen. Warum gibt es hier nordische, nordische, mythologische hier, wie heißen sie? Fuzak-Runen. Zumindest denke ich, dass es Fuzak ist. Das sieht zumindest so aus. Soll mich mal nicht kratzen, aber trotzdem. Finde ich das ominös. Ich konnte die mal lesen. Weiß aber nicht mehr wie. Ich würde es mir gerne wieder beibringen. Das ist eine Sache von 2 Tagen höchstens. Ach, nicht mal 2 Tage habe ich es wieder drin. Kann ich mal lustige Geheimschrift wieder anwenden? Null. Ist nur doof, da gibt es nicht alle Buchstaben, die wir benutzen. Muss man ein bisschen improvisieren. AEs und sowas. Oh, da habe ich den Punkt verpasst. Schade. Ja, noch einer. Jetzt, weißt du, schön ist hier. Komm, gönn dir. Wow. Nee, doch nicht. Oh, Mann. Oh, Gott, nee.
Jetzt kommt die schwere Stelle. Hier bin ich beim letzten Mal gestorben. Oh shit, oh shit. Ah. Oh nice. Zwei Schilde gewonnen. Beim letzten Mal habe ich nur Bronze bekommen. Yeah, nice, ey. Da freut mich. Minute besser. Über eine Minute besser. Nice. Nice, einfach nice. Dieses Bild hat mich ein bisschen verwirrt. Er sieht aus, als ob er so einen Mini-Arm hätte.